Eine der größten Anwendungen für EM im Haushalt ist Bokashi. Die Idee kommt wiederum aus Japan, aber diesmal richtig aus Japan. Das Sauerkraut gab es ja auch überall sonst auf der Welt oder sauer fermentierte Sachen. Aber tatsächlich, Bokashi ist ein spezifisches japanisches Wort, heißt allerlei und bezeichnet in Japan allerlei Küchenabfälle. Also alles Mögliche fermentiert. Und diese Bokashi-Technologie, die Japaner leben ja alle in Hochhäusern, sind aber noch gar nicht so lange her, dass sie auf den Bauernhof gekommen sind und haben alle ein offensichtlich, ja, das ist, ich lese ja auch so ein paar japanische Landwirtschaftsgurus wie den Masanobu Fukuoka und denen tut es immer in der Seele weh, wenn sie irgendwas wegschmeißen müssen. Die wollen alles kompostieren und alles muss irgendwie zurück zum Acker und so. Anders als wir Europäer, wir sind da viel verschwenderischer, haben die Japaner da eine ganz tiefe Bedürfnis, alle organischen Stoffe wieder zurückzuführen. Und so selbst die Hochhaus-Japaner haben also ein Problem damit, ihre organischen Abfälle einfach in den Müll zu schmeißen und machen daraus gerne Bokashi. Weil es sonst eben fault und stinkt, wenn man das einfach so in den Abfalleimer macht und dann irgendwie sammelt. Das ist ja das, was heute auch in Deutschland gemacht wird. Aber da kennt man ja die Gerüche, die fliegen. Und das, da ist EM bzw. Bokashi eine wunderbare Lösung. Wir machen im Grunde Sauerkraut aus Küchenabfällen. Also Kartoffelschalen, Brotreste, Salatblätter, was auch immer. Alle, also man kann tatsächlich alles, auch Fleisch, auch Knochen, auch verfaulte Sachen, auch gekochte Sachen mit den Mikroorganismen und eventuell Zusätzen wie Streu, also Holzkohle, Steinmehl, kann man das milchsauer wie Sauerkraut fermentieren. Und dann wird es erstens schon mal vorverdaut für die Bodenorganismen. Auch die Regenwürmer essen gerne Sauerkraut und vorverdaute Sachen, genauso wie die Kühe und auch die Menschen. Und es wird stabil, das heißt, es fängt nicht an zu faulen, nicht zu stinken, es verliert nicht Energie oder Nährstoffe, sondern es wird wie Sauerkraut konserviert, wird dabei eigentlich noch besser. Und dann entsprechend kann man das, wann man möchte, in den Boden bringen. Das ist also dieser Bokashi-Eimer. Und der entscheidende Clou ist, dass es ein Sieb drin hat, einen Ablauf hat und einen Deckel, sodass, wenn hier Sickerwasser entsteht, durch die Fermentierung wird gerne ein bisschen Sickerwasser frei, dass man das ablaufen lassen kann, dass es nicht in der Suppe steht, weil sonst Fäulnisprobleme geben kann. Und dazu gibt es beim Bokashi-Eimer extra den Hahn, den man dann aufmachen kann. Und dann hier entsprechend Bokashi-Saft ablassen kann. Und der Saft, das ist im Grunde wie EMA. Damit kann man also auch die Pflanzen gießen. Da ist sogar dann noch Nährstoffe drin, richtig. Also es ist schon richtig ein Flüssigdünger. Aber man sollte den auch mindestens 1:50 verdünnen. Vielleicht 1:100, 1:50. Und damit kann man seine Topfpflanzen gießen, seine Gartenpflanzen gießen als Flüssigdünger und EM. Und wenn man dafür gar keine Verwendung hat im Haushalt, dann kann man das auch in Ausguss schütten, weil es auch da die Gerüche vermindert wie EM und die Rohre freifrisst. Das Einfachste ist dann, den Bokashi mit EM zu besprühen. Kann man pur machen oder 1:10 verdünnt, aber man braucht so wenig, egal ob pur oder verdünnt, dass es nicht so die Rolle spielt. Man macht eine Schicht Küchenabfälle rein, ein bisschen verdichten hier, zack, dann Frühstöße rein, das reicht schon. Es kommt schon so wenig Luft dran, dass sich da eine milchsaure Fermentation einstellt. Und der Clou ist dann, dass das noch mit Pflanzenkohle und Gesteinsmehl zu verbinden. Das haben wir vorgemischt in dieser Triaterra-Streu. Da muss man gar nicht mehr nachdenken, da hat man schon alles drin. Pflanzenkohle, Basaltgesteinsmehl, Zeolithgesteinsmehl, EM-Keramikpulver und die Mikroorganismen, alles zusammengemischt in einer Streu, dass man nur noch ein bisschen Streu, ungefähr 10%, also auf so einen 16-Liter-Eimer, 1,6 Liter Streu, immer auf jede Schicht ein bisschen rauf macht, ein bisschen verdichtet und fertig. Dann hat man nicht nur ein normales Bokashi, sondern sogar ein Bokashi mit Pflanzenkohle, also ein Terra-Preta-Bokashi, ein Bokashi, was im Boden in dem Sinne nicht mehr verschwindet, sondern ganz viel Humus aufbaut. Ja, was macht man dann mit dem Bokashi, mit diesem Sauerkraut aus Küchenabfällen? Das riecht natürlich sauer, tatsächlich. Es sieht auch noch genauso aus. Also nach 14 Tagen, wenn man das aufmacht, das ist wie Sauerkraut. Es sieht ein bisschen labbrig aus, aber es sieht noch genauso aus wie vorher, aber riecht eben sauer.
ist vorverdaut und das Material kann man jetzt direkt eingraben. Das wäre eigentlich das Beste. Wenn man das Material direkt, sagen wir mal, wenn man ein Kartoffelbeet hat, will das ein paar Wochen oder Monaten bepflanzen, dann kann man da das im Vorfeld eingraben, so ähnlich wie man Mist eingräbt, mit 3 bis 10 Liter pro Quadratmeter. Oder man hat einen Baum, wie einen großen Apfelbaum oder auch einen kleinen, am Rande der Baumscheibe, so dass man keine großen Wurzeln mehr verletzt, 1-2 Spaten tiefen Loch, Bokashi rein, feststampfen, Loch zu. Der Baum kriegt, kann sich da, die Wurzeln wachsen dahin. Er kriegt ganz viel Energie und Nährstoffe an dem Punkt. Oftmals sieht man das sogar, dass wenn man das nur auf einer Seite des Baums gemacht hat und nicht 3-4 Löcher drumherum, rundherum, dass an der Stelle ein ganz starker Ast rauskommt und plötzlich auf der Seite ist der Baum grün und vital und auf der anderen Seite sieht er noch normal aus. Dann auch bei der Pflanzung, zum Beispiel wenn man irgendwie einen Baum, einen Busch oder auch Gemüsepflanzen pflanzt, dass man das Pflanzloch ein bisschen tiefer macht, dass man da bisschen Bokashi reinmacht, so als Unterfußdüngung. Da muss man ein bisschen Abstand halten, dass es nicht direkt drauf sitzt. Vielleicht auch noch gucken, wie sauer das Bokashi ist. Mit der Kohle geht das normalerweise. Wenn es sehr sauer ist, muss es vielleicht erstmal ein bisschen neutralisieren, einen Tag oder zwei. Aber dann kann man darauf pflanzen und dann kann die Pflanze direkt da reinwachsen mit den Wurzeln, sobald sie das Bedürfnis hat, Nährstoffe zu kriegen. Und das ist mit sehr, sehr geringem Aufwand der größte Effekt. Da kriegt man doppelt so große Kürbispflanzen und Kartoffeln und die Büsche wachsen viel besser an, weil sie sofort dieses Depot an Nährstoffen und Mikroorganismen haben, aus dem sie schöpfen können. Was gibt es noch? Ja, man kann Bokashi auch kompostieren, aber das wäre schon wieder ein bisschen Verschwendung, weil, ich sag mal so, wenn man das gleiche organische Material nimmt, Küchenabfälle, so einen vollen Eimer und würde den hier in Form von frischem Bokashi direkt eingraben zur Düngung, oder aber man macht ihn auf den Komposthaufen und kompostiert ihn runter bis zu einem Jahr, feine, schwarze, krümelige Komposterde. Da sind schon viele Nährstoffe verloren gegangen. Das düngt mit Abstand nicht mehr so doll wie das frische Material, was im Boden von den Regenwürmern und den Bodenorganismen 0, nix umgesetzt wird. Und das, ich würde sagen, die Düngewirkung ist vielleicht ein Drittel. Also wenn wir das Bokashi frisch anwenden, haben wir die dreifache Düngewirkung, als wenn wir das gleiche Material kompostieren, zu schwarzer, krümeliger Erde machen, da haben wir ja auch einen Massenverlust und entsprechend eine viel geringere Düngewirkung, als wenn wir das frisch anwenden. Also wo immer möglich frisch anwenden, aber wenn man das in dem Moment nicht kann, wenn man sowieso schon alles versorgt hat, dann kann man auch das auf den Kompost machen und einfach mit ein bisschen Laub bedecken, ein bisschen Erde bedecken und dann kann das auch auf dem Kompost ganz normal zu krümeliger Komposterde weiter kompostieren. Ja, also das ist eine der praktischsten direkten Anwendungen, die jeder in seiner Küche mehr oder weniger jeden Tag braucht und damit seinem Kleingarten oder sogar seinen Blumentöpfen, man kann das auch in die untere Hälfte von so einem Blumentopf mischen und da dann zum Beispiel Küchenkräuter oder irgendwas drauf wachsen lassen. Das ist eine der direktesten, praktischsten Anwendungen, die man mit EM machen kann. Bokashi.